Die Kreuzfahrtsaison in Rostock hat begonnen. Die AIDA Diva war der erste Ozeanriese, der in diesem Jahr am Passagierkai Warnemünde festgemacht hat. Über 180 Anläufe von 33 Kreuzfahrtschiffen werden in dieser Saison erwartet. Im August soll es sogar einen Fünffachanlauf geben. Die Stadt ist dafür mit der erneuerten Kaianlage am Liegeplatz P7 gut gerüstet. Wie Jens Scharner, Geschäftsführer der Hafenentwicklungsgesellschaft, und Oberbürgermeister Roland Medling informierten, kommen in Zukunft aber enorme infrastrukturelle Herausforderungen auf den Hafen zu. Denn die Kreuzfahrtschiffe werden immer größer, die Passagierzahlen steigen. Wir haben eine Situation in Warnemünde, dass wir sehr begrenzt sind in den Flächen, die uns zur Verfügung stehen. Es geht jetzt darum, wirklich effiziente Prozesse darzustellen. Und wir hatten das auch heute gehört, dass es Prozesse gibt zusammen mit dem Flughafen, wo Gepäckhandling, also was auch sehr flächenintensiv ist hier im Hafen Rostock, rausgenommen wird, separiert wird, um wirklich effiziente Prozesse zu gestalten. Wenn uns das gelingt und die Kaianlagen erweitert werden und Investitionen durchgeführt werden, sind wir auch sicher, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren hier diese Schiffe abfertigen können. Das sind zwei entscheidende Plätze, die wir in Angriff nehmen müssen, wo wir jetzt vorbereitet sind, auch mit der Übernahme von Raum in der früheren Warnow-Werft bei Nordic. Dort werden wir jetzt in den nächsten 2 Jahren Baumaßnahmen einleiten, um die Kaikante auch für 4, 5, vielleicht sogar 6-fach Anläufe in Warnemünde herzurichten. Und dann ist natürlich die Mittelmole gefragt. Rund 800.000 Kreuzfahrer werden von Mai bis Oktober an und von Bord gehen. Damit hat Rostock deutschlandweit eine neue Bestmarke erreicht. Infrastrukturminister Christian Pegel unterstrich, die Hansestadt ist nicht nur Tor zur Welt, sie ist zunehmend auch das Tor der Welt nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir hoffen natürlich schon, dass mit dieser Visitenkarte viele Mecklenburg-Vorpommern kennenlernen, gerade auch internationale Gäste, die Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht kannten. Und nach so einem Tagesausflug motiviert sind, in den kommenden Jahren dann auch mal einen richtigen Urlaub, in Anführungszeichen, also über mehrere Tage im Land zuzubringen, sodass wir damit eine tolle zusätzliche Werbemöglichkeit für unseren Tourismus haben. Die AIDA Diva war nach einer 13-tägigen Reise von Teneriffa nach Rostock in den Warnemünder Hafen gekommen. Sie wird ihn in dieser Saison 16 Mal anlaufen. Das in Rostock ansässige Touristikunternehmen AIDA Cruises ist erneut stärkster Partner im Bereich Kreuzfahrten. Informationen über alle anstehenden Anläufe erhalten Sie auf www.rostock-port.de.